Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja mal wieder zu einem neuen Tutorial. Ich habe jetzt einen 4K-Bildschirm und auch HDR angeschalten, habe auch die Skalierung gemacht, was ich euch auch gleich zeigen werde, habe aber Probleme mit ein, zwei Programmen. So, ich zeige euch das erstmal, Rechtsklick irgendwo hin und dann Anzeigeeinstellungen. So, und da haben wir dann hier HDR ist an und ich habe die Skalierung auf 200% gemacht. Hier seht ihr die Auflösung. 3840 zu 2160. Und dadurch sind die Symbole in der Größe, wie sie mir jetzt hier fallen. Und auch die Schrift, wenn ich einen Browser öffne oder so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, das Fenster kommt jetzt noch groß, das habe ich ja eingestellt. So, aber hier seht ihr das, wie klein das ist? Müssen wir kurz warten. Und dann ist das unser Photoshop, womit wir arbeiten könnten, aber viel zu klein und die Schrift viel zu klein. Die sehe ich selbst mit Brille nicht wirklich. Und wir wollen das ja natürlich so groß haben wie andere Programme, damit wir da auch mit vernünftig arbeiten können. Dafür gehen wir auf PC, Festplatte C. Dann kommt drauf an, welches Programm das bei euch ist. Also ob es bei Programmfiles ist, das ist jetzt bei mir die 64-Bit-Programme oder hier die 32-Bit-Programme. Ich will natürlich 64-Bit. Adobe. Zack. Und dann sucht er euch die Exe-Datei raus, die ist ziemlich weit unten hier. Da macht er dann Rechtsklick, Eigenschaften. Und dann habt ihr hier das Eigenschaftsfeld. Und da müsst ihr hier bei Kompatibilität und dann hier unten hohe DPI-Einstellung ändern. Geht darauf. Dann müsst ihr oben den Haken setzen, unten den Haken setzen. So. Und hier bei Programm öffnen. Und hier System. Muss hier drin stehen. Also nicht Anwendung, nicht System erweitert, System. Und ich dieses Programm öffne, muss da drin stehen. Dann macht er OK, übernehmen. OK. Dann können wir das auf. Das war jetzt mein Huawei, weil ich OK gesagt habe. Und dann können wir das auch schon wieder öffnen. So, und da seht ihr, das Fenster ist schon groß genug. Ja, das ist jetzt so groß, weil ich mir die Icons natürlich auf 200 gemacht habe. Also die Oberfläche, aber ich habe hier oben eine schöne dicke Schrift. Ich kann alles schön erkennen. Ich kann die Icons hier schön erkennen, also die verschiedenen Ebenen. Ich kann hier auch Rechtsklick, so, kann hier überall raufgehen und kann alles wieder richtig schön sehen. Auch hier oben, da. Wenn bei euch jetzt hier zum Beispiel im Programm, hier bei den einzelnen Feldern, irgendwie was verwaschen aussieht oder hier oben ein bisschen verwaschen aussieht, dann könnt ihr das zusätzlich noch anpassen, indem ihr hier wieder Eigenschaften geht. Also einfach Rechtsklick und dann Anzeigeeinstellungen. Achtet darauf, dass ihr den Bildschirm angeklickt habt, um den es geht. Also hier bei mir Bildschirm 1. Und dann haben wir hier die erweiterte Einstellung und dann müsst ihr dann hier den Haken setzen bei Darstellung anpassen. Wenn es bei euch so aus ist, macht das an. Das kann schon mal passieren, dass dann auf aus ist und dann sehen die Icons und die Schrift innerhalb der App etwas verwaschen aus. Aber nichtsdestotrotz funktioniert es. Ich habe zum Beispiel jetzt in Camtasia, so, hier sieht es ganz normal aus. Camtasia 2019 hat das super angenommen, aber darauf kann ich verzichten, ohne das zu ändern. Bei Infos zum Beispiel, das ist auch schön groß. Wenn wir jetzt aber auf Update gehen, wo waren wir? Da, Update-Suche, da ist es zum Beispiel ziemlich klein. Aber darauf kann ich verzichten, dass das groß zu sehen ist, weil das kommt selten mal oder die paar Mal, wo ein Update kommt, dann kann ich das halt so sehen und sage einfach ja. Da sage ich sowieso immer ja, Updates, fertig, aus. So, das soll es jetzt auch soweit dazu gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, Windows 10 noch ein bisschen besser anzupassen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.